Wenn man sich überlegt, was wir für eine Debatte mit Street View hatten, das ist Kindergarten gegen die Debatte, die wir bekommen werden, wenn in Zukunft Kleidungsstücke mit eingebauten Kameras in den Läden liegen. Das Internet der Dinge wird drastisch verändern, wie wir interagieren mit Technik, ja, und mit dem Internet und dann letzten Endes auch miteinander, ne, weil das Internet ja einfach auch ein Vernetzungstool ist. Und zwar dadurch, dass die Interfaces, ja, also wir sind jetzt gewohnt an Bildschirm und vielleicht noch eine Tastatur, das ist immer noch das führende System, ne? Und jetzt haben wir schon ein bisschen gemerkt, aha, der Bildschirm ist berührbar, ja, es hat ein haptisches Element. Und spricht alles dafür, dass Bildschirme verschwinden werden. Ja? Das wird eingebaut sein, das wird als Hologramm plötzlich irgendwas erscheinen, dann machen sie was, dann geht es wieder weg und so weiter. Oder es wird irgendwas, der Stuhl wird plötzlich mit ihnen sprechen und sagen, ich brauche mal neue Filzuntersetzer, weil ich den Boden zerkratze und solche Geschichten. Und also es wird ambient und immer anwesend sozusagen. Man ist nicht mehr online, sondern das ganze Haus ist online, alles um einen herum ist online. Und das wird natürlich drastisch verändern, wie wir mit dem Internet umgehen. Es wird übrigens auch Barrieren absenken, ja, weil das, man eben nicht mehr einen Bildschirm benutzen muss, sondern man kann einfach sprechen, ja, oder einfach berühren oder so. Ja. Es gibt zum Beispiel Mother, ne? Das ist ein Haushaltsüberwachungsroboter, wenn man so will. Ne? Fällt gar nicht ein, welche Firma den rausgebracht hat, aber es ist ein kleines, wie so eine Matroschka aus Plastik, ja, die blinkt und reden kann und so weiter. Und ihnen sagt, wenn das Licht im Keller noch an ist, ja, oder wenn man die Heizung ein bisschen runterregeln könnte und solche Geschichten. Das könnte man total dystopisch sehen als ein Überwachungswahnsinnsding, ja, dass ich mir so ein Ding in die Wohnung stelle. Das kann man aber genau andersrum sehen, ja, und sagen, das ist toll, ja, das macht Spaß, das ist lustig, ja, das offeriert mir neue Möglichkeiten, Sachen zu kontrollieren, die vorher nicht kontrollierbar waren. Die Zukunft sehe ich so, dass wir von immer mehr Algorithmen, datengetriebenen Dingen, intelligenten Dingen umgeben sein werden. Aber tatsächlich, wenn es uns gelingt, es gut zu gestalten, auch souveräne Nutzer sein werden. Ja? Also wir werden einfordern und die Möglichkeiten bekommen, genau zu steuern, welches dieser Dinge welche Daten hat und wo es sie hinladen darf und so weiter. Ich hoffe, dass wir auch es hinkriegen werden, sagen zu können, okay, ich hätte es gern ohne NSA-Hintertür, dieses Ding, ja, weil es aus europäischer Produktion stammt von mir aus oder zertifiziert NSA-free, ne, dass wir das hinkriegen, dass das nicht eine Dystopie, sondern eine Utopie, eine schöne Welt wird, ja, die eher, also wo der Hilfscharakter und der Entertainment-Charakter überwiegt, ja, das wäre meine Hoffnung.